Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach war das. Er spricht am Nachmittag mit den niedergelassenen Hausärzten, die im Verband sich organisiert haben. Er spricht über Honorarobergrenzen, über Entbudgetierung. Das hat er hier nochmal im Interview klar erklärt. Der Zeitpunkt ist noch offen, und über die Fragen, wie man Dinge sonst organisieren kann. Wir alle wissen, dass zum Beispiel das E-Rezept, was es seit Anfang des Jahres gibt, das E-Rezept, aber auch dass andere Dinge, die Dinge erleichtern sollen, zum Beispiel wie eine telefonische Krankschreibung, funktionieren. Ich höre jetzt, dass wir tatsächlich verbunden sind mit Dr. Oliver Funken, der Vorsitzender des Hausärzteverbandes Nordrhein ist. Grüße Sie also hier, Rheinbach, Nordrhein-Westfalen, gleich um die Ecke und noch ein bisschen entfernt technisch. Grüße Sie, Herr Dr. Funken. Ja, grüße Sie auch. Wir hatten einen kurzen Stromausfall. Das war keine Sabotage. Wir haben Handwerker im Haus. Alles klar. Ich dachte schon, digitales Deutschland. Herr Professor, Herr Dr. Funken, wir müssen noch mal kurz diese Problemlage erklären. Es gibt den Gesundheitsminister, der sagt, da ist zu viel Forderung im Raum. Wie lautet Ihre Perspektive auf dieses Problem? Also wir haben ja Kernforderungen aufgestellt. Diese Kernforderungen beinhalten, dass wir mehr Zeit für die Patienten brauchen, die auch dringend Arzt brauchen, und dass wir damit einen Systemwechsel herbeiführen müssen. Dieser Systemwechsel beinhaltet im Wesentlichen, dass wir entlastet werden von bürokratischem Overkill, also Leistungen, die man ohne weiteres auch wieder im Backoffice der Krankenkassen oder bei anderen Leuten erledigen kann, aber nicht doch, wo Arzt am Patienten arbeitet. Die zweite große Forderung von uns ist, dass wir das Team Praxis bezahlt bekommen, also nicht nur die Arztleistung, sondern auch die Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifikation, die wir im Laufe der letzten 10 Jahre gigantisch nach oben gefahren haben, auch hier ein Mehrwert entsteht, der für die Versorgung relevant ist, und dass das entsprechend vergütet wird. Okay. Unsere drittessentielle Forderung ist auch, dass wir eben von der Quartalsbezug wegkommen zu einem Jahresbezug und dass die Patienten sich in einem freiwilligen Primärsystem beim Hausarzt einschreiben, weil das nachgewiesen das Leben der Patienten verlängert. Um es jetzt noch mal grundsätzlich zu sagen, das, was Sie beschrieben haben, Sie haben es auch selber so genannt, Herr Dr. Funken, ist ja nicht weniger als ein Systemwechsel. Ich glaube nicht, dass an einem Nachmittag innerhalb von 1,5 Stunden mit dem Minister zu leisten sein wird, dieses sozusagen abschließend zu klären. Aber man kann Dinge auf den Weg bringen. Aber wenn wir noch mal ein bisschen tiefer schauen, also im Vorfeld hat es ja ein bisschen verbales Verhaken gegeben rund um diese Honorarobergrenzen. Der Minister hat dann irgendwie zwischen den Jahren formuliert, also ich zitiere mal etwas freier, aber ihr habt doch eigentlich, verdient doch eigentlich recht gut im europäischen Vergleich. Warum wollt ihr jetzt noch eine andere Honorarstruktur? Verdienen Sie nicht genug? Es geht nicht um meinen Verdienst, sondern es geht darum, dass, wenn ich Mitarbeiter beschäftige, die hochqualifizierte Leistung bringen, die auch adäquat bezahlen muss. Und das muss ich aus meiner Arbeit selber erwirtschaften. Und das bedeutet, dass ich Geld abgebe an die Mitarbeiter. Und das ist auch richtig so, weil sie sind es mir wert. Aber gleichzeitig steigt die Arbeitslast, und damit kriegt das System, auch wenn wir nicht mehr Geld in das System reinkriegen, und das ist ein essentieller Punkt, eben auf die Praxen mehr Geld bekommen, dass wir dann die Arbeitslast nicht mehr bewältigt bekommen, weil kein Personal mehr bezahlt werden kann. Ja. Das ist unser Problem. Und Herr Dr. Funken, ist es denn tatsächlich eine Entlastung, so wie die Politik es angedacht hat? Also da ist ja viel Werbung gemacht worden, aber es ist natürlich auch ein Kostenfaktor. Das E-Rezept, die telefonische Krankschreibung, ist das nicht sozusagen diese Entlastung, die gerade auch in Grippezeiten, in Erkältungszeiten für Sie nützlich sein könnte? Wenn das dann richtig funktioniert und wir keine Wartezeiten bei der Transmission in den virtuellen Raum hätten, wäre es eine gewaltige Entlastung. Da sind wir ja dabei, das begrüßen wir ja auch. Hat ein bisschen geruckelt am Anfang, insbesondere bei der EAU. Inzwischen beim E-Rezept geht es was besser. Aber auch da muss nachgebessert werden. Auch das ist schon bekannt. Das wird auch kommen. Da freuen wir uns drüber. Das ist eine Form der Entlastung. Aber es gibt noch viele andere Dinge, die wir entlastend brauchen. Die Kommunikation mit den Krankenhäusern ist ein wichtiger Punkt, ist auch eben im Beitrag hier angesprochen worden. Auch da muss eine Verbesserung stattfinden. Da hängen die Krankenhäuser hinterher. Da ist aber, glaube ich, der Minister auch dran. Also wir sind auf dem Weg. Das wissen wir, aber wir brauchen mehr Entlastung. Ein zweiter Punkt, den wir ja auch fordern, ist diese Regressforderung der Krankenkassen für Bagatellbeträge von 20, 30 Euro, wo allein das Aufarbeiten des Prozesses 300, 400 Euro braucht. Da fordern wir auch eine Regressgrenze, unter der gar nicht eingefordert wird. Die liegt mindestens bei 100 Euro. Darunter braucht man nicht arbeiten, das ist unwirtschaftlich für alle Beteiligten.
Noch besser wäre eine Regressgrenze bei 500 Euro, dann hätten wir überhaupt keine Probleme mehr in dem Teilbereich. Also es gibt einiges an Ersparnissen, die man dann noch zusätzlich machen kann. Sieht aus, als ob da ganz viel zu tun ist und ganz viele Stellschrauben sind. Es fehlen über 5000 Praxen in Deutschland. Was wäre sozusagen der handstreichartige Vorschlag von Ihnen zu sagen, dann kriegen wir wieder neue dran, die sich interessieren für Hausarzt? Also das Problem ist ja, dass die Ausbildung eines Arztes bis zum Facharzt, auch Hausärzte und Gebietsärzte sind ja alle in einer relativ langen Ausbildung von 11 Jahren. Das heißt, den Kahn umzusteuern braucht 11 Jahre. Jetzt alleine neue Ärzte zu fordern, bringt auch nichts, weil die Reform der Approbation, also die Ausbildung der Studierenden, ja auch schon auf Eis liegt. Und genau das Problem ist, wir brauchen qualitativ besser auf den Patienten ausgebildete Ärzte und Ärztinnen. Und deswegen brauchen wir da erstmal eine Reform. Zwischenzeitlich, in die Zwischenlösung haben wir inzwischen ja auch in die Politik eingetragen, ist das System der Teampraxis, in dem wir eben Arbeit vom Arzt auf Mitarbeiter hochqualifizierte delegieren können und damit mehr Patienten auf den einzelnen Arzt verteilen können, die einzelne Praxis dann verteilen können. Das ist das, was wir jetzt auch dringend brauchen. Und da sind wir auch dran, das voranzutreiben. Und wir haben auch einiges an Vorschlägen dem Minister gemacht und hoffen, dass das jetzt im Laufe der Legislaturperiode noch in 2024 am besten umgesetzt wird, sodass wir da tatsächlich was für die Bevölkerung tun können. Wir bedanken uns für diese besondere Pulsmessung bei Dr. Oliver Funken, Vorsitzender des Hausärzteverbandes Nordrhein. Ich danke Ihnen. Alles Gute. Danke für Ihre Zeit. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Gute Zeit.